Wenn ihr Patienten habt mit Nackenbeschwerden oder Schulterschmerzen, könnt ihr wunderbar im Bereich der ersten Rippe und des Nackenmuskels oder der Nackenmuskulatur mit der Theragun Pro hier arbeiten und über die Perkussionsmassage sowie über Wärmezufuhr arbeiten. Ich habe jetzt hier optional das Infrarotlicht an und den Wärmeaufsatz, das heißt, der wird auch noch warm dabei, während ich diese Technik hier kombiniere. Das Ganze kann ich artikulär über die Halswirbelsäule einleiten, kann aber auch die Patientin beispielsweise über die Elevation des Schultergürtels einleiten. Damit hebt sie den gesamten Schultergürtel an und ich erhöhe ein bisschen den Druck, kann ihn beim nach unten gehen ein bisschen nachlassen. So habe ich auch eine schöne Mobilisation der ersten Rippe oder sie lässt wieder den Arm locker. Ich mache das Ganze rein über die Atmung, sie atmet ein, die Rippen heben sich, ich erhöhe den Druck ein wenig in dem Gebiet, sie atmet aus und ich lasse das wieder ein bisschen nach vom Druck her. Ich kann optional hier auch das Rotlicht entsprechend rausnehmen, wenn es zu warm ist oder die Temperatur regulieren an der Theragun. Gleichzeitig kann sie als Eigenmobilisation dann im Sitz, was ich hier mitgeben kann, das Ganze in dem Gebiet selbst halten und anlegen. So kann sie das auch zu Hause unmittelbar lösen. Sollte hier ihr Problemareal sein, legt sie das Ganze an, atmet wieder über ein und aus in dem Bereich, hebt Rippen, senkt das Ganze und reguliert die Spannung in dem Bereich des Schultergürtels. Das sollte sie zumindest für 1 bis 2 Minuten machen und danach testen, ob entsprechend das Schmerzgebiet oder das Verspannungsgebiet regulierter ist.